Herzlich willkommen am Hünding in Bocholt zum Fußballpokalknaller. Das Viertelfinale im Niederrhein-Pokal zwischen dem Oberliga-Vierten, dem 1. FC Bocholt, und dem großen Favoriten, dem Regionalliga-Zweiten Rot-Weiß Essen. Der Pokal und Bocholt am Hünding, das sind schon ganz besondere Geschichten. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte der Bocholter, 1984, das Erreichen des DFB-Pokal-Viertelfinals. Da waren hier mehr als 20.000 Zuschauer, die das 1:2 des 1. FC Bocholt gegen den haushohen Favoriten und späteren Pokalsieger Bayern München gesehen haben. Aber dieser große Erfolg liegt schon mehr als 20 Jahre zurück, und heute geht es darum, das Halbfinale im Niederrhein-Pokal zu erreichen und dann die beiden Spitzen, Ferhat Kiskanç und neben ihm der Neuzugang Ari van Lent, und der könnte sich vielleicht jetzt das erste Mal in Szene setzen. Freistoß von Michael Bemben und die ersten Schwierigkeiten für Guido Koltermann im Tor vom 1. FC Bocholt, denn da musste er offensichtlich mit der tiefstehenden Sonne ein bisschen den Ball einschätzen, und so kommt Ari van Lent zu dieser Möglichkeit, aber der Ball über das Tor. Die tiefstehende Sonne, das könnte in diesem ersten Durchgang das Problem sein, vor allen Dingen für den Keeper vom 1. FC Bocholt. Diesmal bleibt er auf der Linie und hat Glück, dass da sein Teamkollege per Kopf klären kann. Also diese beiden Standardsituationen, diese Eckstöße, durchaus gefährlich. Von Rot-Weiß Essen, da haben sie gleich erstmal gezeigt, was sie drauf haben. Vielleicht jetzt einer dieser gefürchteten langen Einwürfe von Harald Kartemann. Fast wie Eckstöße, Kopfballabwehr. Und nochmal die Möglichkeit, Badur. Und der erste Warnschuss der Bocholter nach guten 9 Minuten. André Badur, den Ball direkt genommen. Schwieriger Schuss, aber geht nur um Zentimeter am Essener Tor vorbei, also das erste Achtungszeichen jetzt auch durch die Gastgeber. Und da sind sie schon wieder, Badur diesmal in der Mitte. Akshay Kopfball, Badur aus der Drehung, aber dann doch noch behindert, und die Nachschussmöglichkeit durch Sebastian Kaul, der ja in der Winterpause zum Oberligisten gewechselt ist. Da hat er auch ein bisschen Glück gehabt, hätte auch manch ein Schiedsrichter vielleicht den Elfmeter gegeben. Und die nächste Möglichkeit, Kopfball. Und dann Lorenzon mit der Riesenchance. Das Tor war eigentlich leer und er hätte eigentlich aus 2,5 Meter den Ball nur reindrücken müssen. Aber sie haben es ja selber gesehen. Über das Tor. Also gute Distanz, um den Ball direkt aufs Tor zu ziehen. Vor allen Dingen gegen diese tiefstehende Sonne für Guido Koltermann. Nicht ganz einfach gleich, wenn der Ball ganz spät wahrscheinlich zu sehen sein wird. Aber ein Freistoßtrick auf Holger Wehlage. Und eine schöne Parade vom Bocholter Keeper Guido Koltermann, der da im kurzen Eck ist, den Winkel gut verkürzt und dann abwehren kann zum vierten Essener Eckball. Aber wieder eine gute Möglichkeit aus einer Standardsituation. Schöner Trick. Der Pass statt des Direktschusses, mit dem jeder gerechnet hat, auf Holger Wehlage, und der dann aus spitzem Winkel nicht erfolgreich, weil Guido Koltermann da ist. Und da fliegt er wieder unter einer Flanke durch. Also, Mann, da hat er jetzt schon aber ein ganz großes Quäntchen seines Glücks verbraucht, muss man ganz klar sagen. Und schon wieder Gefahr im Strafraum und Strafstoß. Handelfmeter für Rot-Weiß Essen in der 22. Minute. Aus kurzer Distanz, da geht der Arm hoch von Thomas Ridder, und die Entscheidung, denke ich, geht in Ordnung. Auch die Proteste der Bocholter halten sich in Grenzen. Und das heißt jetzt Duell Mann gegen Mann nach 22 Minuten. Michael Bemben, der ehemalige Bochumer, seit Sommer bei Rot-Weiß Essen, gegen Guido Koltermann. Und der Keeper hält das 0:0 fest. Super Tat von Guido Koltermann im Tor vom 1. FC Bocholt. Bei einigen Flanken hat er Probleme gehabt. Aber jetzt ist er vielleicht auf dem Weg zum Pokalhelden? Fragezeichen. Auf jeden Fall, diesen Elfmeter hat er erstmal entschärft und da auch noch den Nachschuss zur Ecke abgelenkt. Zur fünften. Sebastian Eul, der noch mit zu Hilfe kommt. Also die Riesenmöglichkeit für Rot-Weiß Essen vergeben und eine Glanztat vom Bocholter Keeper, der ahnt die Ecke
und wirft sich hinein, macht sich ganz lang und kann den Ball festhalten. Also was für eine Aktion. Guido Koltermann hält den Elfmeter von Michael Bemben und jetzt vielleicht aus der ersten Ecke die Möglichkeit für den 1. FC Bocholt. Aber die ist dann doch eher schwach hereingekommen. Und auch die Nachschussaktion noch oben aufs Torgebälk, allerdings hinterm Tor schon, auf die Netzaufhängung sozusagen. Also da hat der Dirk Langerbein aber wirklich ein gutes Auge gehabt. Das hätte auch richtig schief gehen können, dieser Querschläger von Sebastian Eul. Und der lange Flankenball wird mit einem Befreiungsschlag beantwortet. Und jetzt vielleicht mal Raum. Badur wieder gestartet, versucht er durchzusetzen. Schön gemacht. Dann lässt er den zweiten aussteigen und dann noch die Flanke in die Mitte. Kopfballmöglichkeit. Und dann im Nachsetzen ist es Markus Schwiderowski, der den Ball aber nicht mehr drücken kann und somit nicht mehr direkt aufs Tor ziehen kann. Aber auch da ist jetzt natürlich alles ganz eng. Auch die Essener können das. Van Lent gegen Mittelkamp, wieder das Tackling. Junga Muhani. Oh, Holger Wehlage und Guido Koltermann. Und dann ist der Ball im Tor. Mit etwas Glück, aber keine Chance für Guido Koltermann in dieser Situation. Da haben sie einmal nicht aufgepasst. Und da ist es passiert in der 33. Minute. Holger Wehlage mit einem satten Schuss überwindet er den Keeper des 1. FC Bocholt. Keine Chance. Vorher aufgelegt der Ball von Junga Muhani. Und dann haben sie Holger Wehlage sträflich allein gelassen. Ein Riesenloch in der Bocholter Abwehr und sofort bestraft durch den Regionalligisten, durch Rot-Weiß Essen. Jetzt aber die nächste Standardsituation. Wieder ein Freistoß für Rot-Weiß Essen von der linken Seite. Und erneut Ronny Nicol, der sich den Ball zurechtlegt. Aber diesmal kein langer Flankenball, sondern kurz abgelegt. Aber dann doch Kiskanch mit der Flanke. Junga Muhani! Das wäre es fast gewesen aus dem Fußgelenk. Da hätte Guido Koltermann wahrscheinlich auch höchste Probleme bekommen, weil der Schuss verdeckt war. Aber hat dann das Glück, dass er nicht direkt aufs Tor geht, sondern dann doch gut ein, zwei Meter am linken Pfosten vorbei. Und jetzt der Gegenzug über Schwiderowski, Badur. Vorne startet Akshay. Er will aber nochmal zu Schwiderowski zurückspielen. Das hat aber die Abwehr gerochen. Und so jetzt natürlich ein bisschen mehr Platz für Rot-Weiß Essen. Nicole, oh, Querschläger. Jetzt die nächste Möglichkeit. Und wieder Guido Koltermann. Diesmal Sieger gegen Holger Wehlage. Stefan Lorenz. Und jetzt geht es doch in die Mitte. Ronny Nicol wieder mit dem Freistoß. Junga Muhani, schön mit der Brust angenommen, abgelegt. Aber dann ist die Abwehr wieder da. Oh, weia, und dieser Schussversuch, wenn es denn einer sein sollte, von Ronny Nicol. Der trifft fast die Eckfahne. Also, da hat jemand wohl doch in der Nacht das Tor versetzt. Es sei denn, es war als Vorlage gedacht, aber auch da war kein Mitspieler. Vielleicht jetzt mal ein bisschen gefährlicher. Die ersten beiden Freistöße von André Badur waren ja nicht so sonderlich gut. Nur eine Ein-Mann-Mauer. Aber ist auch ein bisschen weit für einen Direktschuss. Und dann die Chance für den 1. FC Bocholt. Durch Frank Mittelkamp. Diesmal vor dem gegnerischen Tor. Stefan Lorenz kommt da zu spät und der Ball klatscht auf die Latte. Riesenmöglichkeit für die Gastgeber. Und sie können es nicht fassen, dass dieser Ball nicht ins Tor geht. Also da haben die Essener jetzt doch ein bisschen Glück gehabt, dass dieser Ball nur auf die Latte klatscht. Da wäre Dirk Langerbein, der Keeper, wahrscheinlich nicht mehr herangekommen. Und da ist Akshay und da ist das Tor. Da ist es dann doch noch. Der Ausgleich direkt vor der Pause für den 1. FC Bocholt. Und der ist verdient. Dieser lange Einwurf, dann springen sie alle drunter durch. Und Tunçay Akshay ist genau da, wo er sein muss als Torjäger. Nämlich direkt vor der Kiste, völlig unbewacht. Da haben sie ihn einfach vergessen. Und das nutzt er aus. Aus 2 Metern drückt er den Ball über die Linie, keine Chance für den Essener Torhüter, für Dirk Langerbein. Abwehrfehler der Gäste und den hat der 1. FC Bocholt
ausgenutzt zum 1:1 direkt vor dem Halbzeitpfiff. Aber es geht noch weiter, eine Minute schon drüber im ersten Durchgang. Aber jetzt eine ganz neue Situation. Die Führung von Holger Wehlager und der Ausgleich jetzt durch Tuncay Akçay. Und das war's in Durchgang 1. 1:1 der Spielstand zwischen dem ersten FC Bocholt und Rot-Weiß Essen. Verschossener Handelfmeter von Michael Bembe, den Guido Koltermann gehalten hat. Dann das 1:0 für die Gäste durch Holger Wehlager. Da haben sie ihn einmal aus den Augen gelassen in der 33. Minute. Keine Chance für Koltermann. Und dann kurz vor dem Pausenpfiff der Ausgleich, der verdiente Ausgleich durch diesen Treffer aus kurzer Distanz durch Tuncay Akçay. Das war also dieser spannende erste Durchgang. Und wir freuen uns natürlich auf die zweite Halbzeit und jetzt auch auf erste Stimmen durch Klaus Rühling. Herr Tennang, würden Sie mir zustimmen? Eigentlich eine taktische und auch kämpferische Überlegenheit Ihrer Mannschaft, aber dann doch nicht so belohnt worden, wie man das hätte vom Spielverlauf erwarten können. Ja gut, ich denke mal, die Einstellung der Mannschaft stimmt. Das ist auf jeden Fall richtig. Es ist schwer, auf dem Boden zu spielen, das sieht man. Ich sag mal, die Kontrolle zu halten ist nicht ganz einfach. Aber der Wille der Mannschaft ist da und wir haben auch einige Chancen schon gehabt. Natürlich haben die Essener auch, ich sag mit dem verschossenen Elfmeter, auch 1, 2, 3 Möglichkeiten gehabt. Ich denke mal, das Ergebnis letztendlich zur Halbzeit ist okay. Wir müssen weiter dranbleiben und versuchen dementsprechend, ich sag mal, den Knockout zu setzen und 2-1 zu machen. Angst vom Bank kann einem werden, wenn die Essener in der ersten Halbzeit über die linke Hälfte kamen. Würden Sie mir da zustimmen? Ja, wir haben zwei, drei Stellungsfehler auf der Seite gehabt, wo wir nicht ganz organisiert waren, das ist richtig. Naja, aber generell muss ich sagen, stehen wir ganz ordentlich und im Hinterbereich auch Frank Mittelkamp macht seine Aufgabe gegen Ari van Lent ganz ordentlich. Und ich glaube, wir können zufrieden sein mit der ersten Halbzeit und vor allen Dingen unter diesen Bedingungen ist es nicht ganz einfach zu spielen. Was werden Sie den Jungs jetzt sagen in der Halbzeit und wird es Veränderungen geben in der zweiten? Nein, es wird so weitergehen in der zweiten Halbzeit. Natürlich werde ich den Jungs sagen, dass sie so weitermachen müssen. Vielleicht in der einen oder anderen Situation noch ein bisschen enger am Mann rein sein müssen. Vielleicht, ich sag mal, noch ein bisschen energischer, noch ein bisschen mehr nachsetzen als in der ersten Halbzeit. Man hat gesehen, wie das Tor fällt, wo André Badur hinterhergeht, wo er nachsetzt, entsteht der Fehler. Dadurch geht der Ball ins Aus, dadurch kommt der Einsatz. Wenn man da den Gegner unter Druck setzt, und ist es halt schwer auf diesem Boden. Da sind wir wieder zur zweiten Halbzeit am Hünting in Bocholt beim Pokal-Viertelfinale. 1. FC Bocholt, Rot-Weiß Essen, 1:1 der Spielstand nach dem ersten Durchgang. Wie gesagt, Dirk Langerbein muss jetzt auch in die tiefstehende Sonne gucken. Aber jetzt gibt es noch den Einwurf durch Kartemann. Und da wäre es fast passiert. Ball immer noch Gestocher. Mittelkamp. Und dann wirft sich Dirk Langerbein dazwischen. Aber die Bocholter im Moment so ein bisschen mit dem Problem, dass sie auch selber wenig fürs Spiel tun können. Heldermanns. Und jetzt Schalik mit der Möglichkeit vielleicht. Und Guido Koltermann ist draußen und hat den Ball gespielt. Da gab es zwar ein paar zaghafte Proteste der Essener, die einen Elfmeter gepfiffen haben wollen. Und auch der Stürmer der Essener liegen geblieben. Cercan Çalık. Aber das sah nicht nach einem Foul aus, was Guido Koltermann da gemacht hat, als er rauskam. Hat den Ball abgewehrt. Und dann ist er halt mit dem Stürmer zusammengeprallt. Und Freistoß für die Gäste, Michael Bemben, gefürchteter Freistoßschütze. Aber Heldermanns macht nochmal dieser Trick auf Wehlage. Das haben sie erste Halbzeit schon versucht und diesmal aber nur ein Schüsschen. Also fast der gleiche Trick wie im ersten Durchgang. Aber jetzt vielleicht die nächste Möglichkeit. Freistoßsituation. 70 Minuten inzwischen absolviert. Also 20 bleiben noch und Freistoß, Torentfernung 18, 19 Meter. Wieder eine Gelegenheit für Michael Bemben, sich in Szene zu setzen. Oder aber auch für Ronny Nicol. Heldermanns steht auch noch bereit. Bemben, nur ein Schritt Anlauf. Und genau ans Lattenkreuz. Glück für den ersten FC Bocholt in dieser Situation. 71. Minute. Schöner Freistoß, gefühlvoll über die Mauer gehoben. Und dann das Glück des Tüchtigen für den Keeper des 1. FC Bocholt, der den Ball ganz spät sieht
und er senkt sich dann genau aufs Lattenkreuz und nicht ins Tor. Also, wie schon im ersten Durchgang, Rot-Weiß Essen vor allen Dingen bei Standardsituationen gefährlich. Das heißt auch für die Mannschaft des 1. FC Bocholt, solche Freistoßsituationen zu vermeiden. Denn die sorgen doch für erhebliche Gefahr, wie man eben wieder sehen konnte. Jetzt aber vielleicht im Gegenzug die Möglichkeit, aber dieser Schuss dann doch kein Problem für Dirk Langerbein im Tor der Gäste. Van Lent. Nochmal Van Lent am Ball. Versucht sich da durchzusetzen. Mittelkamp kommt nicht dran, aber Guido Koltermann ist da. Flanke aus dem Fußgelenk von Junga Muhani und dann springen sie beide vorbei. Das Pärchen des Tages. Ari Van Lent, der Stürmer von Rot-Weiß Essen und sein Schatten Frank Mittelkamp, der ihn bislang über die gesamte Spielzeit abgemeldet hat. Rot-Weiß Essen bekommt nur sehr wenig zustande in dieser zweiten Halbzeit. Aber sie holen sich doch wieder den einen oder anderen Freistoß heraus. Und das sind ihre Stärken heute, die Standardsituation. Ronny Nicole jetzt. Wieder Kopfballversuch, knapp drüber. Also, es bleibt dabei, immer wenn es Freistöße oder Eckstöße für die Gäste gibt, dann droht Gefahr für das Tor von Guido Koltermann. Und Einwurf für Bocholt. Litimba. Kaul, nochmal Litimba, schön durchgesetzt da. Gegen Florian Torwart, aber dann kommt Lorenzon dazu. Und der bereinigt die Situation. Aber da haben sie Schwierigkeiten, den Ball wegzubekommen. Letztlich Florian Torwart, fast mit einer Kerze, nochmal aufgelegt für den 1. FC Bocholt. Vielleicht jetzt die Möglichkeit und der Ball wird immer länger, aber er geht dann auch am Tor vorbei. Da hätte sich Dirk Langerbein schon ganz schön lang machen müssen. Ich glaube, den hätte er nicht erwischt. Freistoß jetzt durch Stein Heldermanns. Was für eine Riesentat von Guido Koltermann. Junga Muhani kommt nicht mehr dran und dann kratzt er den Ball vor der Linie noch weg. Meine Güte, wieder so ein gefährlicher Freistoß und eine Glanztat des Bocholter Keepers, der seine Mannschaft vor dem erneuten Rückstand bewahrt. Und dann der Ball nochmal auf Van Lent. In der Mitte, da lauern sie jetzt, aber erstmal die Kopfballabwehr von Oathorn. Und dann der Schuss, aber Guido Koltermann ist da. Und ganz souverän, nach seinen anfänglichen Schwierigkeiten bei hohen Bällen, in die tiefstehende Sonne schauend, ist er ganz souverän zwischen den Pfosten. Ganz starke Partie vom Bocholter Keeper. Also nochmal ein bisschen Schwierigkeiten in der Abwehr, aber letztlich der 1. FC Bocholt weiterhin Herr im Haus, W-Lage. Wird dann gefoult, sah zumindest so aus, aber es gibt keinen Freistoß für Rot-Weiß Essen, sondern es gibt die Verlängerung. Nur eine knappe halbe Minute über die 90 Minuten hinaus. Dann hat Marc Borsch diese Partie abgepfiffen. Das heißt aber nicht, dass hier Schluss ist, sondern es steht 1:1 durch die Tore von Holger Wehlage aus der 33. Minute die Führung für Rot-Weiß Essen. Und dann der hochverdiente Ausgleich direkt vor der Pause durch Tunjay Akshoy, den wir hier im Gespräch mit einem der Bocholter Betreuer sehen. Jetzt also die Zeit, sich ein bisschen zu sammeln für das Schiedsrichtergespann und auch für beide Teams, für beide Trainer neue Anweisungen zu geben. Da sind wir wieder zurück am Hünting in Bocholt. Der Pokalkrimi nimmt seine Fortsetzung. 1. FC Bocholt, Rot-Weiß Essen 1:1. Nach regulärer Spielzeit, das heißt 2x15 Minuten Verlängerung und die haben gerade eben angefangen, die 2x15 Minuten, sie haben nichts verpasst, es ist natürlich noch nichts passiert, gerade eben vom Anstoß weg, jetzt der erste Einwurf in dieser Nachspielzeit, in dieser Zusatzspielzeit zwischen dem Oberliga-Vierten und dem Regionalliga-Zweiten
Und das kann man schon mal festhalten in den 90 Minuten. Da hat man keinen Klassenunterschied gesehen. Jetzt die erste Möglichkeit für den ersten FC Bocholt in dieser Verlängerung. Und Dirk Langerbein kann den Ball gerade so um den Pfosten lenken. Akscheu versucht sich da durchzusetzen. Akscheu immer noch am Ball. Einwurf herausgeholt. Schnell ausgeführt auf Grütter. Grütter, der Eingewechselte. Und dann der Kopfball von Litimba. Da wären sie fast diejenigen gewesen, die es gemacht hätten. Die beiden eingewechselten Spieler. Vincent Grütter mit der Flanke auf den Kopf von Skito Litimba. Und den Ball hat Dirk Langerbein fast gar nicht gesehen. Und er ging nur um Zentimeter vorbei. Das hätte es doch sein können, das 2:1. Und der Dank kommt von den Rängen. Anfeuerungsrufe der knapp 5000, die in der Mehrzahl natürlich Fans des 1. FC Bocholt sind. Jetzt aber Heldermanns auf W-Lage. Der wird da erstmal gestellt von Eul und dann die Flanke. Oh, gefährlich! Und wieder eine Glanztat von Koltermann und noch einmal! Meine Güte, was hält er denn noch alles heute? Erst der Schuss von Czarlik aus kurzer Distanz von Guido Koltermann entschärft. Hier sehen Sie es nochmal, mit voller Wucht hat er da abgezogen. Aber gut mitgespielt und auch beim Nachschuss auf dem Posten. Anscheinend heute unüberwindlich. Bis auf die Aktion von Holger Wehlage im ersten Durchgang, da hat er keine Chance gehabt. Aber ansonsten hat Guido Koltermann heute alles gehalten, was geht. Und noch ein bisschen mehr. Und dann Tuncay Akscheu direkt vor der Pause zum Ausgleich. Jetzt aber wieder Holger Wehlage. Das aber nur ein Flankenwechsel. Und dann wieder viel zu umständlich nochmal rausgespielt. Aber dann der Schuss ganz schwierig aus der Drehung für den eingewechselten Serkan Czarlik. Van Lent ausnahmsweise mal nicht von Mittelkamp begleitet. Da ist er diesmal bei Junga Muani. Und zusammen mit Sebastian Eul schaffen sie es dann, die Situation bereinigen. Aber es gibt einen Freistoß. Foulspiel von Sebastian Eul will der unparteiische Marc Borsch aus Mönchengladbach da gesehen haben. Also das ist schon eher zweifelhaft. Den Ball hat er auf jeden Fall gespielt. Ein Foul aus der Perspektive nicht zu erkennen. Vielleicht noch mit der Sohle den Fuß getroffen. Ganz schwer zu entscheiden aus dieser Perspektive. Zumindest umstritten, dieser Freistoß. 18 Meter Torentfernung. Und das erneut ein Fall für Michael Bemben, schätze ich mal. Der hat genau oder fast aus der gleichen Position in der zweiten Halbzeit einen Ball ans Lattenkreuz genagelt. Und das heißt jetzt nochmal durchatmen, voll konzentrieren bei den Gastgebern. Noch einmal Gefahr in dieser 116. Spielminute für das Tor von Guido Koltermann. Und da ist der Ball und im hohen Bogen abgefälscht. Oh weia, da ist es passiert. 1:2. Da ist er drin im Tor. Und keine Chance für Guido Koltermann. Der war schon auf dem Weg in die richtige Ecke. Sprich, eigentlich in die andere. Und dann ist irgendwie die Schulter oder sogar der Kopf eines Abwehrspielers dazwischen abgefälscht. Unhaltbar, dieser Schuss von Michael Bemben. Und das 1:2. Also vielleicht jetzt doch noch in dieser Verlängerung die Entscheidung in der 116. Minute. Ja, der Kopf vom ehemaligen Essener auch noch, von Thomas Ridder war es. Von dessen Kopf wird der Ball abgelenkt und senkt sich im hohen Bogen ins Dreieck des Bocholter Tores. Aber noch ist die Partie nicht vorbei. Noch muss Uwe Neuhaus um den Erfolg zittern. Jetzt die nächste Möglichkeit. Pfostenschuss! Das gibt's doch gar nicht. Und dann irgendwie weggekratzt den Ball. Das wär's gewesen im direkten Gegenzug. Die Möglichkeit, die Riesenchance zum Ausgleich. Und der Ball landet am Pfosten. Und jetzt der Konter von Rot-Weiß Essen, aber abgelaufen. Und so vielleicht nochmal Bocholt. Aber Ari van Lent hat jetzt den Ball auf W-Lage. Jetzt natürlich viel Platz für die Gäste. Und dann Abseitsposition von Junga Muhani.
Der Ball zwar im Tor, aber sofort angezeigt vom Schiedsrichterassistenten. Aber davor die Riesenmöglichkeit, Sebastian Kaul, der da aus der Drehung mit vorbildlicher Schusshaltung den Ball aufs lange Eck zirkelt. Und dann springt der Ball vom Pfosten zurück ins Spielfeld und nicht ins Tor. Die Nachspielzeit der Verlängerung läuft bereits. Alle vorne versammelt, inklusive Torwart. Da kommt er nochmal herangestürmt und wieder ist ein Abwehrkopf dazwischen. Litimba hält den Ball im Spiel. Kartemann, kurzer Haken. Jetzt nochmal die Flanke. Und langer Ball mit Problemen. Und nochmal der Schuss. Klasse Aktion von Sebastian Eul. Volles Risiko. Aber dann doch zu hoch. Und das war die letzte Aktion dieser Partie. Wenn ich das richtig deute, genau so sieht's aus. Rot-Weiß Essen ist im Halbfinale. Glücklicher Erfolg für den Regionalligisten beim 1. FC Bocholt. Hier nochmal das entscheidende Tor. Der abgefälschte Freistoß von Michael Bemben in der 116. Minute. Das war das 1:2. Das war die Entscheidung zugunsten des Regionalligisten gegen einen ganz starken 1. FC Bocholt. Das war's. Der 1. FC Bocholt unterliegt nach aufopferungsvollem Kampf Rot-Weiß Essen mit 1:2. Würden Sie mir zustimmen, dass von zwei Klassen Unterschied nicht unbedingt die Rede sein konnte während des Spiels? Ja, ich denke mal, das kann man auch nicht erwarten. Die Bedingungen waren nicht optimal und dann sieht eine Mannschaft, der normal letztendlich von der Klasse her besser sein soll, sieht dann auch sehr schlecht aus. Und man hat heute das Unterschied nicht gesehen, aber man muss sich letztendlich freuen über das Ergebnis. Man hat im Pokal gesehen bei Werder Bremen, die haben sich sehr beschwert über die Platzverhältnisse. Wie war es hier zu spielen? War es okay? Nein, es war nicht okay. Ich habe hab unheimlich Schwierigkeiten gehabt, also wie die ganze Mannschaft. Und ich denke, die Bocholte selbst auch. Und für den zählt dann natürlich auch Kampf. Und die haben es heute richtig gut gemacht. Die haben am Ende ein bisschen Pech gehabt, aber ich habe da nichts dagegen. Worauf führen Sie letztendlich dann den 2-1-Sieg dann auch zurück? Auf vielleicht einfach nicht aufgeben, hoffen, dass der Gegner vielleicht den einen Fehler macht und dass man das Körnchen Glück hat, was der Gegner nicht hat. Und das haben wir gemacht durch den Freistoß, der abgefälscht geworden. Und letztendlich bin ich froh, 2-1 gewonnen, alles in Ordnung. Eine Frage noch zur Schiedsrichterleistung, die war ja sehr umstritten heute. Ja, da möchte ich mir jetzt nach dem Spiel nicht so äußern. Aber es gibt immer, man will ja gewinnen und wenn es dann mal kleine Faust sind, regt man sich auf. Ich weiß nicht, was für eine schwere Entscheidung er heute gemacht hat zum Freistoß. Das weiß ich nicht, ob das ein Foul war. Ich lasse es dabei, ich freue mich über das Ergebnis und alles andere möchte ich kommentieren. Danke fürs Interview. Ich denke, wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Und das war dann so ein Spiel, abgefälschten Freischuss kurz vor Schluss, da haben wir eigentlich nicht verdient. Nicht zuletzt durch wunderbare Paraden, hast du dazu beigetragen, dass die ganze Zeit auch die Spannung erhalten, wie von die Bocholter ihre Chancen. Aber vorne hat es nicht wirklich gereicht. Ja, die letzte Entschlossenheit oder das letzte Quäntchen Glück vorne hat auch gefehlt. Und mit ein bisschen mehr Glück, gerade in der ersten Halbzeit, hätten wir vielleicht auch da schon Tor machen können. Dann wäre das Spiel anders ausgegangen. Das 2:1 letztendlich ein unglückliches Ding aus deiner Sicht? Ja, ich sehe, dass der Ball über die Mauer geziegelt wird, wird abgefälscht und dann war ich schon auf dem Weg. Keine Chance. Auch ganz zum Schluss nochmal, die letzten 3-4 Minuten bist du mit nach vorne gegangen. Am Kampfgeist hat es wirklich nicht gemangelt. Woran hat es denn letztendlich gelegen? Schwer zu sagen. Also wenn wir das wüssten, dann würden wir es nächstes Mal auf jeden Fall anders machen. Also nochmal, ein klasse Unterschied war nicht da. Hat der Platz eher euch in die Karten gespielt, also die etwas schwierigen Bedingungen auf dem Platz euch oder den Essener? Ja, ich denke, wir haben die letzten 2 Trainingstage schon auf dem Platz trainiert. War vielleicht ein kleiner Vorteil für uns, aber letztendlich im Spiel ist immer alles anders und da werden die Karten neu gemischt. Guido, schönen Dank und schade, dass wir verloren haben. Alles klar. Danke. Ja gut, ich sag mal, ich habe es ja auch gerade deutlich zum Ausdruck gebracht, auch in der Pressekonferenz. Ich sag mal, in den zweifelhaften Situationen hat der Schiedsrichter das Maß immer etwas auf die andere Seite verlegt. Muss man nun ganz klar sagen. Ich bin keiner, der normalerweise, Schiedsrichterkritik übt, aber es war offensichtlich. Es war offensichtlich. Ich habe gerade gesagt, 80% der Zweikämpfe mit Frank Middelkamp und Ari van Lent wurden für Ari Berlin entschieden. Nur Arie Valent hat permanent die Hände hinten gehabt und hat Frank Wilker geklammert. Ja, das sehe ich natürlich nicht ganz so. Zum einen muss man ja natürlich sagen,
dass der Schiedsrichter bei den Bodenverhältnissen einen äußerst schwierigen Job hat. Die haben sowieso schon jede Menge Arbeit und wenn das noch dazu kommt, ist jeder Zweikampf immer besonders kritisch unter die Lupe zu nehmen und dann weiß man auch häufig nicht, welche Rolle spielt der Boden dabei. Deswegen muss man das ein bisschen relativieren. Auf normalen Boden wäre es vielleicht für uns gegen Essen etwas schwerer geworden, muss man ganz klar sagen. Aber das ist ja auch der Reiz im Pokal, dass man solche Dinge ausnutzen muss. Und diese Dinge nutzen andere Mannschaften auch aus. Und warum sollen wir die nicht ausnutzen? Ich glaube, dass die Verletzungsgefahr viel zu groß ist. Und dazu stehe ich auch. Die Aussage, die ist, denke ich mal, aus sportlicher Sicht vielleicht auch nachvollziehbar. Weil gegen einen harten, gefrorenen Boden kann man nichts sagen. Aber die Spielfläche sollte einigermaßen eben sein. Und da waren so viele Löcher drin. Wenn man da auch so aus hohem Tempo abstoppen muss, die Richtung wechseln muss, dann ist die Gefahr des Umknicken sehr, sehr groß. Was ich nicht in Ordnung finde, muss ich ganz klar sagen, dass also massiv auf den Schiedsrichter schon vor dem Spiel eingeredet wird und sagt, wenn hier was passiert, dann mache ich Sie dafür verantwortlich und all solche Dinge. Dann muss ich sagen, das ist nicht in Ordnung. Und für meine Begriffe, muss ich sagen, hat der Schiedsrichter mit dem Falschen auch bei der letzten Aktion, wo das Tor dann auch fällt, das waren Aktionen, die, ich sag mal für mich, wo vorher Foulspiel, wo der Junge links mit dem geschreckten Fuß hingeht, wo normalerweise Foul für uns war. Ja, und dann solche Freistöße und dann, dass man durch so einen Freistoß dann verliert, ist natürlich traurig. Vor allen Dingen, ich sag mal, für die Leistung oder wenn man die Leistung der Mannschaft beobachtet, da muss man eben sagen, tut es mir leid für die Mannschaft, ja, weil sie, ich sag mal, engagiert Fußball gespielt hat, sie hat mit Leidenschaft gekämpft. Ja, da kann ich ja recht geben. Nur das ist jetzt eine von vielen Fehlentscheidungen. Ich habe auch einige für uns gesehen, die dann auch nicht gegeben wurden. Da kann man drüber lamentieren oder auch nicht. Die Entscheidung, die kann man sowieso nicht wieder rückgängig machen. Das positive Fazit aus dem Spiel ist einfach, dass wir gezeigt haben, dass wir mit großen oder mit Mannschaften auch teilweise aus der Regionalliga mithalten können und dass die Leistung der Mannschaft gestimmt hat und dass wir dieses müssen wir mitnehmen in die Meisterschaft und das Positive raussehen und dann die Moral mitnehmen in die nächsten Spiele. Ich denke, dann haben wir zumindest in der Meisterschaft die Möglichkeit, noch oben mitzuspielen. Ja, wir hatten in der ersten Halbzeit die Möglichkeit, durch den Elfmeter erstmal in Führung zu gehen. Das haben wir nicht geschafft. Eine Großchance von Viktor Lorenzon, die er übers Tor schießt, hätte eine 2- oder 3-0-Führung bedeutet. Ich glaube, dann wäre das Spiel anders verlaufen. Aber der Guido, der hat schon seit Jahren bewiesen, dass er ein ausgezeichneter Torhüter ist. Nicht umsonst hat er auch mal etwas höher gespielt. Also insgesamt muss man ja sagen, dass die Bocholer Mannschaft keine Oberligamannschaft ist. Sie haben ja viel mehr Potenzial und das ist eine gute Mannschaft. Ich traue der in dieser Saison noch einiges zu. Sagen Sie noch einen Satz zu Badur? Ja gut, André Badur das ist im Prinzip das Bedauerliche an der ganzen Geschichte. Er hat sich also verletzt, er hat einen wahrscheinlichen Muskelfaserriss. Wie lange er nun ausfällt, kann ich jetzt im Moment noch nicht abschätzen. Er wird heute Abend noch dementsprechend untersucht und man muss dann eben abwarten, wie das Urteil jetzt letztendlich aussieht. Und ich hoffe, dass er nicht lange ausfällt, weil André Badur für uns ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist. Ne? Und deswegen hoffe ich, dass die Verletzung nicht so schlimm ist, dass er also wieder schnell zur Verfügung steht. Bei Marco Schwiderowski, den ich nachher ausgewechselt habe, wird es nicht ganz so lange. Ne? Der hat also nur eine Adduktorenverhärtung und das wird also nicht das Problem sein.